Und los geht's! Obwohl, das ist, glaube ich, sogar noch eine Cutscene. Maximilian's Version. Also die. Seine Vision. Vision.世を帝国を手中に収める方法を探し続け、そしてついにそれを見つけたのだ。それがバルキリアの力だというのか。兵士が戦場で銃弾をかわしながら戦う戦争は、いずれ終わりを告げるだろう。絶対的な大量破壊兵器バルキリアの力を持つ者こそ歴史を前進させる権利を持つのだ。行くぞ義勇軍たちよ。 Wieso habe ich Angst vor dem letzten Fight? Final Showdown. Okay. Ich bin gespannt. これより最後の作戦を伝える。 The time has finally come to settle things with Maximilian. I assume he is capable of neutralizing any attacks you send his way, the same as the other Valkyria we've seen. That said, Maximilian's Valkyrian powers are the result of some device. They're artificial. Ja, ich nehme an, diese komischen leuchtenden Dinger, ja klar. I'm certain he will have a weak point somewhere on that deck. Find it. Then lob every bullet and bomb you've got at it. Aber wir sollen den Schwachpunkt finden. Ich nehme an, das sind diese Dinger, die so leuchten. Nehme ich stark an. Your objective is to defeat Maximilian once and for all. Take that maniac out and put an end to this war. Seventh. And while it may not stop bullets, I hope you won't forget that you go with an entire nation's hopes for peace. Ja, ja. Die gesamte Nation glaubt an mich. Velkin darf nicht sterben. Jetzt ist die Frage, ist Velkin wieder ein normaler Mann oder ist Velkin ein Panzer? Ich glaube, er ist ein normaler Mann. Dann lassen wir den da mal schön auch stehen. Mit Panzern. Mit Panzern. Panzern? Was? Was? Panzern. Was? Okay. Wir sind ja oben auf dem Ding drauf. Und da fahren wir jetzt mit dem Panzer rum? Kurze Frage, wie bist du mit dem Panzer da hochgekommen? Mit dem Aufzug oder was? Sind da jetzt noch normale Gegner, abgesehen von Maximilian? マーモットの甲板の上か。最後の戦いにふさわしい舞台じゃねえか。観客がいないのが残念だけどね。シャムロックも大一番を前にご機嫌なようだぜ。エーデルワイスもいつでも行けますよ。ウィルキー。 Ah, es muss natürlich noch irgendeine Problematik geben. Es gibt herabstürzende Felsbrocken. Okay. Wir haben hier, ja, Türme, vier Stück, ne, zwei Stück, also beziehungsweise zwei sind geschützt, also zwei sind mit Rüstung, zwei ohne. Und hier haben wir drei Tower, die dem Kraft geben, und das so, ich habe keine Ahnung.
Wir machen mal All Units Defend und gucken mal, was hier vor sich geht. Order, Hatsure! Mina! Ima wa Mamori ni Tessio! Wow, er schießt ja schon auf mir. Wow, 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 stop it. Verdammt. To kill, Fragezeichen. To kill 22. Ah, das wird nicht treffen. Das trifft nicht, oder? Nee, das wird nicht treffen. Da muss ich eventuell mit was anderem mal drauf schießen. Okay. Ich versuch's einfach mal. Aus was für einem Loch hat er eigentlich gerade geschossen? Egal. Wir brauchen mal eben kurz Rosie. Okay. So, to kill 16, Shots 20. Das will ich doch hier mal. Wer doch gelacht. Danke, Rosie. Okay. Das Problem ist, der Tower da ist nur durchgestrichen. Will heißen, ich habe das Gefühl, dass der eventuell wieder zum Leben erwacht. Lass mich raten, ich treffe nicht alle 20, oder? Doch. So, was hat das jetzt zu bedeuten? Jetzt habe ich beide Tower ausgeschaltet. Und jetzt? Muss ich jetzt da Kamikaze durchlaufen? Okay. Ja, hör auf, hier auf dicken Macker zu machen, würde. Hannes. Du musst mal ganz kurz eine Selbstmordmission übernehmen. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Das war dumm. Stopp. Lauf, 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 warum kommst du nicht weiter? Oh shit, dein Ding ist aufgebraucht. Fuck. Well, dammit. Armor und Tower kriegst du nicht kaputt. Scheiße. Ich hab Hannes gerade voll in den Tod geschickt. Oh, Moment. Und die Hilfe ist schießt daneben. Well, it's the best that could happen. Ah, geil. Da ist er noch. Ja. Scheiße. Okay, Hannes habe ich halb in den Tod geschickt, das ist okay. Verkraftet er. Maywell, ich hab gehört, du willst sterben. Noch bevor du überhaupt deinen ersten richtigen Einsatz hattest. Hubada! Warum schießt du auf mich? To kill 10. Okay. Okay. Okay, okay. Ich nehme an, Melville ist jetzt tot. Wenn ich Pech habe, ist Hannes auch schon tot. Er kann sich bewegen. What?
Bitte mach das nicht nochmal. Bitte mach das nicht nochmal. Bitte mach das nicht nochmal. Okay, danke. Was? Are you fucking kidding me? バルキュリアに攻撃は通じぬぞ。隊長、甲板のタワーからラグナイトのエネルギーがマクシミリアンに供給されています。おそらく、あの高エネルギーを利用して疑似的にバルキュリア状態を作っていると推測されます。ならば、タワーを攻撃して供給を止めれば、盾を無力化できるかもしれないな。みんな、 Wollt ihr mir erzählen, die beiden Türme stehen jetzt wieder? Natürlich stehen die beiden Türme wieder. Natürlich, natürlich, natürlich. Natürlich. Das habe ich ja fast schon kommen sehen, tatsächlich, dass die Türme wieder stehen. Das bedeutet allerdings, ich muss sofort da ganz hinten hin, ansonsten brauche ich gar nicht erst die Türme zu zerstören. Du da? Nerv mich nicht. Ich hoffe, du bist ganz kaputt. Nein, du bist auch nicht ganz kaputt, wa? Du bist auch nur pseudo kaputt. Oh, fuck. Und tschüss, Hannes. Ich komme da gar nicht durch. Ich komme da nicht durch. Habe ich eine Sniper dabei? Natürlich ist die Sniper das Einzige, was ich nicht mitgebracht habe, ne? Well, fucked. Das hier ist ja kein Problem. Die kann ich ja in Anführungsstrichen easy mit Rosie ausschalten. Das Problem wird, wie mache ich das da hinten kaputt? Ich muss ja irgendwie das da hinten kaputt kriegen. Und ich muss noch die Edelweiß reparieren. Sorry, ich habe nicht gedacht, dass ich bei so einer Aktion hier noch einen Sniper benötige. Ernsthaft nicht. So, jetzt habe ich zwei kaputt. Jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Wenn jetzt wirklich die Türme sich jede Runde resetten. Ah, hi, hi. Bin ich vollkommen im Arsch. Kein Repair Boost. Arigato. Jetzt. Ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hab absolut keine Ahnung. Wir können jetzt einen Sniper anfordern. Ich kann mal eben Hannes in den Tod schicken. Mal eben gucken, ob ich da doch irgendwie hochkomme. Ich kann die Tower immerhin ausschalten, aber das bringt mir halt herzlich wenig. Oder komme ich an den auch dran? Ich komme an den vielleicht auch dran, Moment mal. Den Sniper brauche ich jetzt nicht unbedingt auf 20, das ist, sag ich. Das ist wirklich das Nötigste. Ultimate Damage. To kill? Fragezeichen. Ich bin nicht nah genug dran. Ne, ich bin nicht nah genug dran. Well. Alright then. Ich behaupte. Hi, hi. Ich versuche nochmal. Also, ich. Vorsichtshalber. Ich habe keine Ahnung, was der noch so für Späßchen hat. Werde ich jetzt mal eben meine Edelweiß noch komplett reparieren. Arigato. Ich finde Sniper relativ useless.
Natürlich, man kann auch mit Sniper spielen, das ist nicht der Punkt, aber ich mag es nicht, mit den Snipers zu spielen. So. Tötest du jetzt die Shamrock? Ja, ich hab verstanden, du ziehst dich zurück, alles klar. Wie in jedem Kampf, sag er. Und tschüss, Edelweiß. Willst du mir jetzt aber nicht erzählen, dass dass Ramsay dahinter gestorben ist, oder? Wenn Ramsay dahinter gestorben ist, dann bin ich im Arsch. Hannes? Ich glaube, du hast Besuch. Okay, der Ramsay lebt noch. Und die Türme leben noch. Die Türme sind tot. Die Türme sind tot. Nee, die Türme sind wieder am Leben. Natürlich. Natürlich. Natürlich sind die Türme wieder am Leben. Mina, ima wa mamori ni tesshiro. Wakatta. Kanarasu ateru. Oh, fuck. Da stehen ja links und rechts Leute. Okay. Wie viele Schüsse brauche ich, um dich zu töten? Zwei. Ich hab gerade daneben geschossen. Oh, ich bin so gut. Okay, egal. Alles gut. Ich hab absichtlich daneben geschossen, damit ihr seht, wie beschissen Sniper sind. Geil. Okay. Vor allen Dingen, da leuchtet es immer noch blau. Und das ist eigentlich Schwachsinn. Aber egal, okay. Okay, wir machen jetzt erstmal die beiden Dinger kaputt. Wir hoffen, dass wir ihnen jetzt gleich Schaden zufügen können. Ich wäre sehr angetan davon, wenn ich mir jetzt gleich Schaden machen könnte. Jetzt muss ich zweimal treffen. Ultimate Accuracy. Okay, das ist wunderschön. Das heißt, du solltest jetzt treffen. Perfekt. Schon wieder Ultimate. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage. All Units Defend habe ich gemacht, oder? All Units Defend müsste ich eigentlich gemacht haben, richtig? Ja, habe ich. Hannes! Meinst du? Oh fuck, der schießt zurück! Lol, trifft. Moment. Jetzt mach nicht noch irgendeine Kacke hier. Nein, jetzt mach das nicht wieder an. Das ist voll unfair. Well, where is he? Where the fuck is he? There. Okay. Stop. Order.
healing request. Order. Attack Boost. Nein, ich bringe das jetzt zu Ende, Mace. Ich bringe es jetzt zu Ende. Scheiß auf Edelweiß reparieren. Ja, er bückt sich, oder? Famous last words. Okay, 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 Hannes. 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 Ich vertraue dir dieses Spiel an. Zweimal. Ultimate Damage. Hannes, bring's zu Ende. バルキリアの力を得た義王がなぜ負ける。マキシミリアン、バルキリアの力に頼った時点でお前の負けだ。おのれ ガリア軍どもめ、降伏するんだマクシミリアン。戦いは終わった。<笑>降伏だと貴様たち忘れたのか。バルキュリアン、その命と引き換えに巨大な破壊の炎を燃やすことができる。 望みはかなわぬ。ならばガリアよ、荒野と春日井。なんだ、なぜ止まったのだ。 どうして？ランドグリーズからマーモットに潜入したんだが、動力源を破壊するのに手間取っちまってな。貴様、何をする？話せ。すまんが、話すわけにはいかない。 ファルディオ、死ぬつもりか。ファルディオ、危ない。ベルキ、アリシア、理由はどうあれ、俺は仲間を撃ってしまった。その罪滅ぼしを、しなければならない。話せ、話さぬか。俺とあんたは力のみを信じた者同士、おとなしく舞台から去ろうぜ。 Wird ja laufen. Nächste Mission: rückwärts von einem rollenden Felsen weglaufen. Ich
あれしよう。大丈夫か。メルキ、大丈夫。ああ、だがタイルを立たれてしまった。 看板は火の海だ。もう、そっちには行けない。みんなは先に脱出するんだ。バカ野郎、隊長たちを置いて脱出できるわけねえだろう。なんとかそっちに行く方法を探してみるぜ。そんなことをしていたら第七小隊は全滅してしまう。いいか、これが最後のオーダーだ。脱出せよ。分かったな。 退却だ。マーモットから脱出しよう。甲板にいるのは危険だ。アリシア、環境に登ろう。うん、分かった。ウェルキンと一緒なら私何も怖くない。うん、さあ急ごう。 Moment, aber das ist jetzt nicht noch eine Mission, oder? Nee, ist ein Quicktime-Event. Genau, wenn das jetzt ein Quicktime-Event ist. Oh, in dem Spiel wird das ja gar nicht erklärt.死んだ後もオイラやクライス、それに招待のみんなで少しずつ作業してたんす。イサラさんの夢をいつかきっと叶えようってね。そうだったのか。イサラ、僕とお前の夢をみんなが受け継いで叶えてくれたよ。メルキ、さーてアニキ、どこまで飛びますか。 海の向こうだって行けるっすよ。帰ろう。僕たちの故郷へ。みんなが待っているガイアの大地へ。 Hat sie gerade ernsthaft Belkin gesagt und die Übersetzung war Rest in Peace? Das nächste. Ah, wie geil ist das denn bitte? Ja, 西暦1935年10月25日。 ガリア方面軍総司令官マクシミリアンの戦死を受け、ガリアと帝国の間に休戦協定が締結された。7ヶ月余りに及んだ戦いは幕を閉じ、ガリアの地には再び平穏が訪れた。 ガリア義勇軍第七小隊は終戦と同時に解散。隊員は各々の道を歩み始めた。最後に彼らの戦いの足跡を記して、私はここにペンを置く。Tja, Isara ist gestorben. Die wirklich wichtigen Personen
Die sind egal. Also Yuno und Wafy sind nie gestorben. Yuno und Wafy haben 3 Leute verloren in dieser Schlacht. Einer musste sterben. Nämlich Isara. Das war leider nicht in meinem Ermessen. Yuno und Wafy. Mir wurde gerade im Chat geschrieben, er hieß nicht Walter oder Walker oder was auch immer, sondern er hieß Wafy. Der alte Sack, wir nennen ihn einfach alte Sack. Übrigens, wir wissen ab jetzt, Welkin heißt auf Japanisch Rest in Peace. Ja. Genau. Nein, okay. Ich sehe schon, kommen. Ich würde gerne mal das japanische Assassin's Creed spielen. Von wegen Requiesca in Pace, so von wegen Welkin. Das Flugzeug. Genau. Ich bin mir nicht sicher. Da ich den Anime gesehen habe, bin ich mir nicht sicher, ob das Spiel das richtig erklärt hat. Also ist das Spiel auf das Flugzeug eingegangen? Da bin ich mir nicht sicher. Kann sehr gut sein. Dann vermische ich gerade Anime und Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob das Flugzeug wirklich anständig erklärt wurde, dass Isara daran gearbeitet hat, etc. Und was für Träume sie hatte. Hast du ein Kurzzeitgedächtnis? Es ist 3 Monate her, Doc Genius. 4 Monate her, 5 Monate her, 6 Monate her. Ich weiß nicht, wie viele Monate das her ist. Das war's auf jeden Fall mit Valkyria Chronicles. Vielen, vielen Dank nochmal dafür an Cerberus, der mir das Spiel geschenkt hat. Meine Meinung zum Spiel. Fangen wir an. Wie gesagt, ich kannte ja den Anime. Ich finde den Vergleich von Spiel zu Anime echt nett. Das Spiel macht natürlich einiges anders, beziehungsweise andersrum. Der Anime macht natürlich einiges anders als das Spiel, weil man halt gewisse Schlachten oder ähnliches nicht benötigt in dem Anime. Ich finde beides gut. Ich finde sowohl den Anime gut, als auch das Spiel. Ich finde das Spiel sehr gut. Ich bin halt der absolute Stratege. Ja, hat man gesehen. Ich bin strategisch super, top. Im Endeffekt hat sich für mich immer die Rush-and-Go-Phase, ja, das war ganz gut für mich, sagen wir es mal so. Also ich konnte relativ oft einfach Defend, also All Units Defend machen oder halt von einem einzigen Defend machen. Ist das gerade laut oder ist das nur, bilde ich mir das nur ein? Und dann einfach durchrennen. Irgendwie hinten irgendwo eine Basis einnehmen und von da aus weiter operieren. Ab der Hälfte des Spiels ungefähr habe ich diese Taktik sehr oft angewandt. Weil ich auch anders nicht wirklich wusste, wie ich weitermachen soll. Lauter als deine Stimme, ja, ich kann nichts dafür. Oh, jetzt wird sie leiser. Das Problem ist, ich kann nichts dafür. Ich kann die Musik gerade nicht einstellen. Ich kann sie versuchen einzustellen. Das ist gerade. So. Gut, auf jeden Fall. Ja, also diese Taktik war im Endeffekt das einzige, was mich dazu gebracht hat, dieses Spiel durchzuspielen, könnte man sagen. Alles andere war, naja, verzweifeltes Versuchen, nicht zu sterben. Sehr viel öfters, als es mir lieb war, standen wir irgendwie kurz davor, Game Over zu gehen, weil wir irgendwie nur noch 1 oder 2 Personen hatten oder Low Life, haben es aber irgendwie dann doch noch rumgerissen. Das ist ein paar Mal, naja, zu oft passiert, aber na gut, wir haben es geschafft. Wie oft ich insgesamt Game Over gegangen bin, ich glaube, ja, ich will das gar nicht zählen. Der Witz ist, ich bin in der ersten Hälfte, glaube ich, viel öfter Game Over gegangen als in der zweiten Hälfte des Spiels, weil ich ab irgendeinem gewissen Punkt halt einfach die Rush-Taktik angewandt habe und es irgendwie geschafft habe. Immer, keine Ahnung. Ich bin jetzt bei der vorletzten Mission einmal verreckt, weil ich einfach nicht wusste, wie ich der Lanze Schaden zufüge. Aber, na gut. Story. Ja, Story kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Also, ich finde die Story sehr nett. Vielleicht am Ende ein klein wenig übertrieben. Ja, Maximilian ist ein bisschen größenwahnsinnig und macht sich da zur Supervalküre. An sich ist die Story aber meines Erachtens sehr schön gelungen. Obwohl tatsächlich leider schade, dass einige Nebeneffekte nicht following her marriage to Lago. Okay, da kommt's doch. Lago hat sie geheiratet.
Finally married. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das im Spiel angesprochen wurde, dass er sie liebt. Wurde das angesprochen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall im Anime kommt es vor, deswegen. Brigitte Rosie Stark. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Ich bin nicht schnell genug im Vorlesen, als dass, dass das nicht schon weg wäre. Weil ich klicke das nicht weg, sondern das macht sich automatisch selbst weg. Also das erzählt gerade so die Nachgeschichte, was so danach passiert. Ja, die Musik ist an sich auch passend, also zu der Musik, sie ist mir nicht negativ aufgestoßen und wenn dann großenteils positiv. Aber Musik ist tatsächlich etwas, wo ich tatsächlich relativ selten drauf achte in Spielen. Abgesehen von sehr atmosphärischen Spielen. Was ist jetzt mit Valkyrie und Alicia? Sasuke, entweder das kommt jetzt gleich noch, oder du solltest den Anime gucken. Denn im Anime geht's noch, also... Ja, im Anime ist noch, kommt noch. Also, es kann aber auch sein, dass jetzt gleich noch was kommt. Es kann sehr gut sein, dass danach noch was kommt. Ja, in Wirklichkeit sind nämlich Alicia und Valkyrie eindeutig vom Flugzeug gefallen und sind eines qualvollen Todes in den Flammen gestorben. Das wurde nur ausgeschnitten. Ich meine, den Heiratsantrag hat er ihr ja quasi sowieso schon gemacht. Mit dem wunderschönen Blumenring. Kommt noch was oder nicht? Ja! よし。今度は僕の秘密の場所に連れてってあげるよ。やったー。先生、また明日ね。あ、気をつけて帰るんだよ。 ウェルキン ギュンター。ヨーロッパ大戦終戦後、大学に復学。ガリアを救った英雄として将来を嘱望されながらも 卒業後はブルールへ帰郷し、教師となる。休日には子供たちと自然観察へ出かけるなど、一市民と変わりのない平穏な生活を送る。ありがとうございました。 店の調子はどうだい？あ、ウェルキン、お疲れ様。今日はね、新作の釜焼きチーズパンの売れ行きがいいのよ。あれ、美味しかったもんな。ブルールのみんなも気に入ってくれたんだね。アリシア・ギュンター。 終戦後、夢を叶えるため猛勉強を開始する。念願かなってパン職人の資格を取得。時を同じくしてウェルキンと結婚する。夫婦で協力しアリシアベーカリーを開店。安くて美味しいパンが評判を呼び、遠くからも客が訪れるほどの人気店となっている。ウェルキンは 今日の授業どうだった？いやー、また質問攻めにあって大変だったよ。子供の好奇心と探求心のパワーには
本当に驚かされるな。あら、私から見たらウェルキンも子供と同じようなものよ。そういえば、イセラは元気にしてたかな。ブヒッ。イサラ、いい子にしてたかい？うん、今ね、ママのお手伝いしてたの。パンをこねこねしてたんだよ。イサラのこねた生地で作ったパンね、お客さんに好評だったのよ。わあ、イサラすごいな。よし、僕も一緒に手伝おうかな。わーい、パパも一緒に作ろう。Wer klaut jetzt das Brot? Das Schwein ist das geilste. Hans hieß er, glaube ich, oder? Oder Heinz? Heinz oder Hans? Hans hieß er, glaube ich. Buri! Das Schwein ist das Beste. On the Guardian Front, The End von Iron Collar. Das war's mit Valkyria Chronicles. Das war's mit dem Livestream-Projekt Valkyria Chronicles. Und, ja, wir können den letzten Kampf natürlich gerne nochmal spielen! Achso, save. Ja, save mal. Ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, die das Projekt verfolgt haben. Das nächste Livestream-Projekt, ja, wird sich zeigen, was das sein wird und wann das sein wird. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die das Projekt verfolgt haben. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.